Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dawn of Man. Die Aussaat ist noch in vollem Gange, aber viel haben meine Leute schon geschafft in der Zwischenzeit. Die Arbeitslast ist auch deutlich gesunken und ja, bald ist der Frühling vorüber. Und dann können wir uns um ja, wichtigere Arbeiten wieder kümmern, wobei natürlich die Feldarbeit auch wichtig ist, darf man nicht vergessen. Aber wir brauchen unbedingt Steine als auch Holzscheite. Und von daher schauen wir jetzt gleich mal. Ich habe doch hier hinten, genau, ich habe hier noch einen Arbeitsbereich entsprechend platziert, aber irgendwie ist da keiner. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber gut, schauen wir mal kurz. Schauen wir mal kurz hier zu den Aufgaben. Was ist hier los? Okay, das Holz ist wo aufgeführt? Da unten. Fälle Holz. Ausstehende Aufgaben. Okay, kein Wunder, dass hier aktuell keiner Holz holt und auch keine Steine. Die Aufgaben haben sie aktuell nicht priorisiert, aber ist mir sogar lieber. Weil die Feldarbeit geht natürlich vor, sonst gibt es im Winter nichts zu futtern und dann sterben hier wieder meine Leute wie die Fliegen. Das wollen wir nicht. Wobei wir ja doch eigentlich ganz gut vorgesorgt haben für den Winter, wenn man hier mal nur die Trockengestelle so anschaut. So, der Händler ist zu Besuch, sehr schön. Gleich mal gucken, was hat er denn Schönes? Was hat er denn Schönes? Wolle braucht man nicht, Leder braucht man nicht. Holzkohle, nee. Sicheln eigentlich auch nicht. Eigentlich braucht man da gar nichts. Ein Hengst könnte man da noch kaufen, aber die Gebühr ist hoch und ich habe ja sowieso eigentlich keinen Platz in meinen Ställen. Von daher muss ich da dankend ablehnen. Aber gut, sobald wir wieder Stroh haben, also auch Steine, geht's voran. Hoffe ich zumindest. Aber eigentlich schon, weil auch hier fehlen jetzt nur noch Steine, sehe ich gerade. Steine und auch mal wieder Stroh. Ja genau, das zieht sich durch die ganzen Bauwerke, die hier noch nicht fertiggestellt wurden. Aber gut. Bald haben wir wieder was. An Stein. Und ja, auch an Stroh. Ja, hier ist aktuell auch nichts los. Kein Wunder. Kein Wunder. Wie schaut's eigentlich mit meinen Megalithen aus? Da gab es ja auch das Megalithenfenster, nämlich hier. So, die sind alle entsprechend vorbereitet zum Transport. Okay, der noch nicht, weil wir kein Holz haben. Gut. Beziehungsweise, nee, eigentlich nicht gut. Wisst ihr was? Ich mache mir das jetzt da oben mal kurz rein ins Menü, wenn das geht. Ressourcen, gruppierte Ressourcen, Transportmittel. Ne, das kann ich mir da gar nicht anzeigen lassen, okay. Gut, dann Kommando zurück, dann nicht. Dann gehen wir nochmal hier rein. Wird hier schon irgendein Megalith transportiert? Ne, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Was ist da los, Leute? Kann ja nicht angehen. So, wo muss ich hin? Wo ist meine Siedlung? Hilfe! Hilfe! Finde ich meine Siedlung wieder nicht mehr. Irgendwo hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist meine Siedlung. Ah ja, hier vorne. Da müssen wir hin. Mann, oh Mann, so weit weg, die Megalithe. Oh weia. Also mit dem Holz schaut es überhaupt nicht gut aus. Das muss besser werden, Leute. Karren haben wir eigentlich genügend? Die ganzen Esel wissen sowieso nicht, was sie aktuell tun sollen. Okay, aber hier glaube ich... Ja, hier kommen jetzt schon Leute. Sehr schön, gleich haben wir wieder Holz. Wunderbar, der Holzfällertrupp rückt aus. Bewaffnet mit Äxten und Karren.
So muss es sein. Oh. Oh weia. Kupfererz ist da nicht mehr viel zu holen. In dieser Mine. Da müssen wir uns nach einer Alternative umsehen. Eisenerz. Feuerstein. Hier drüben vielleicht. Haben wir da noch irgendwo Kupfer? Das ist auch wieder nur Eisen. Kupfer bräuchte ich. Ah ja, perfekt. Da bauen wir doch gleich mal eine Mine. So, wo war denn noch gleich Produktion? Nee, halt. Halt, halt, halt. Da ist sie. Kupfermine. Sehr schön. Okay, das ist noch Zinnerz, das braucht man nicht. Haha, wunderbar. Vorher stand hier noch ein Wald. Aktuell schaut's nicht mehr ganz danach aus. Da haben sie schon gute Arbeit geleistet. Achtung, Baumfeld! Ja genau, dem anderen mittendrauf auf dem Kopf, hast recht. Bist du wahnsinnig. Ein Sturm zieht mal wieder auf. Oh weia. Das wird meine Hütten wieder auf eine schwere Belastungsprobe stellen. Aber gut, die halten schon ein bisschen was aus. Geht schon. Der Händler sucht auch das Weite bei dem Sturm. Vielleicht aber nicht die beste Zeit, um hier die Reise anzutreten, wenn es gewittert. Aber gut. So, wir haben Sommer. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Im Herbst gibt es wieder Stroh und ich bin jetzt mal so frei. Ich gehe hier ein bisschen rauf von der Spielgeschwindigkeit. Damit wir nicht ganz so lange warten müssen, weil ich will ja hier unbedingt auch mal weiterkommen. Apropos weiterkommen, was erlernen wir denn eigentlich als nächstes? 3 Punkte haben wir aktuell. 5 bräuchte man für die Rituale. Dann wäre das vielleicht sinnvoll, wenn wir da noch 2 Punkte aufsparen. Und dann bleibt nur noch ein Skill übrig oder ja, eine Technologie, die wir erlernen können, nämlich das Eisenschmelzen. Und erst dann geht es weiter mit den restlichen Skills, die wir hier noch haben, wie zum Beispiel Untertage Bergbau. Aber gut, dafür braucht man natürlich Wissenspunkte und von daher schauen wir jetzt auch gleich mal, halt, nicht hier, wie wir wieder an Wissenspunkte kommen. Da ist es, Wissensfortschritt. So, wir könnten noch 40 Bären erlegen, das ist ein bisschen viel. 5 Leute bräuchte man noch, dann würden wir 3 Punkte bekommen. Räuber müsste man noch 4 Stück töten, aber gut, das ist eine Frage der Zeit, bis die wieder angreifen und mehr Tiere noch domestizieren. Okay, das sollte sich alles einrichten lassen. Haben wir noch irgendwie schnelle Punkte, die wir irgendwie verdienen können, sage ich mal. Inkelsteine, Dolmen, Gemeinschaftshäuser, Brauereien bräuchte man noch 2. Damit das Bier nicht ausgeht, ist eigentlich schon wichtig. Sonst gibt es eine Wirtschaftskrise, wenn das Bier ausgeht. Das wollen wir nicht. Schauen wir gleich mal. So, Brauerei ist hier drin. Na, brauchen wir aber auch wieder Stroh. Brauchen wir auch wieder Stroh, aber gut. Hilft nicht. Punkte sind auch wichtig. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo ich die Brauerei dann entsprechend hinstelle, weil hier haben wir ja eigentlich unsere Hütten eingeplant. Vielleicht hier draußen? Könnten wir eigentlich auch machen. Muss ja nicht alles innerhalb der Stadtmauern platziert sein. Machen wir es vielleicht so, oder?
Ja. Machen wir es gleich mal so. Weil, wie gesagt, drinnen möchte ich eigentlich eher die Wohnhäuser haben. Da brauchen wir den ganzen Platz, den wir hier kriegen können. Ja, das kam auf Stichwort. Nicht genügend Platz in den Ställen. Mal wieder. Oder noch immer besser gesagt. Mann, oh Mann. Die Händler müssten echt mehr Stroh verkaufen. Das wär's. Oder ich habe einfach schon wieder zu viele Tiere. Kann auch sein. 19 Ziegen, 32 Schafe, 43 Schweine. Die Schweine sind eigentlich auch bisher sehr viele, oder? Die fühlen sich hier sau wohl. Fast schon ein bisschen zu wohl. Tut mir leid, Schweinchen, aber du kannst nicht weitergehen. Aber halt, bevor ich hier wieder Tiere schlachte, haben wir eigentlich noch. Ja, wir haben noch genügend Platz auf den Trockengestellen. Nicht, dass da alles übervoll ist und ich nichts mehr unterbringe, aber nee, auch hier im Getreidespeicher können wir noch ein bisschen was einlagern. Na dann sollen sie mal die Messer wetzen, meine Leute. So hart, wie sich das jetzt anhören mag, aber hilft ja nicht. Sonst habe ich später wieder keinen Strom mehr. Da liegt schon das erste Schweinchen. Wir haben auch erst ein Pferd. Das ist halt irgendwie auch nicht artgerecht. Könnten wir hier mal gucken, ob wir da noch irgendwo ein zweites auftreiben können. Das Problem ist, die sind eigentlich vergleichsweise selten. Oder vielleicht auch nicht. Ah nee, das ist ein Esel, okay. Den wollen wir nicht. Haben wir hier keine Pferde irgendwo? Hirsche. Das ist von mir jemand. Hirsche haben wir hier zu Genüge. Ziegen auch, aber Pferde sind echt Mangelware. Da ist noch was. Was bist du? Noch ein Hirsch, okay. Das ist natürlich schwierig. Okay, hier sind wir am Kartenrand angekommen. Können wir es höchstens drüben noch probieren. Bei dem See. Eine Reise über die halbe Weltkarte. So kommt es mir gerade vor, aber nee. Auch hier sehe ich nur Raubtiere überwiegend. Bären. Aber definitiv keine Pferde. Hoffentlich sterben die hier nicht aus. Sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich ein ernsthaftes Problem. Was liegt hier? Ein toter Wolf. Ich bin unschuldig. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das Fleisch holen wir uns aber trotzdem. Den versetzen wir mal. Zack. Ah ja. Und wir bekommen wieder Steine. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil dann können sie, genau, jetzt dieses Haus hier fertig bauen. Sehr schön. Wunderbar. Wird auch allerhöchste Zeit, damit mal wieder neue Leute hier bei uns wohnen können. Weil so kann aktuell keiner einziehen. Aber jetzt haben wir wieder 5 zusätzliche Plätze bekommen. Und das ist natürlich Gold wert. Es geht voran. Genauso muss es sein. Holzkohle haben wir eigentlich auch genügend, oder? Genau, 63. Kupfererz, das ist halt echt Mangelware aktuell, aber wir haben eigentlich auch genügend Kupfer. Fragen wir jetzt nur, die Schmiede steht auch leer. Wie schaut's denn mit den ganzen Limiten aus, die ich da eingestellt habe? Habe ich da irgendwas eingestellt? 100% Produktionslimit. Vielleicht geht's deswegen nicht weiter. Das stellen wir jetzt mal um. Und zwar auf unbegrenzt. Kann man das unbegrenzt einstellen? Ja, geht. Genauso wie die Sicheln. Ab dafür. Spitzhacken können wir immer brauchen. Schwerter, genauso.
Speere jetzt nicht unbedingt. Messer jetzt auch nicht unbedingt. Die Schilde nur 50%. Nee, 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 halt. Hier soll jeder ein Schild bekommen. Lieber ein paar auf Reserve. Schlitten unbegrenzt, genau, und Karren 75% der Bevölkerung. Okay, das ist in Ordnung. Und wisst ihr was bei den Tieren? Jetzt sehe ich es erst. Bei den Tieren kann ich ja auch entsprechende Limite einstellen. Ja dann. Dann gehen wir da jetzt gleich mal runter. Das ist alles zu viel des Guten, was ich habe. 30 Tiere maximal. Und zwar von jeder Art. Müssen wir ja nicht übertreiben. Ich hoffe nur, dass ich jetzt dadurch kein Schlachtfest ausgelöst habe. Aber gut, das werden wir gleich sehen. So, sehr schön. Alles auf 30 eingestellt. Und? Geht's schon ab oder geht's noch nicht ab? Ah, nee, aktuell noch nicht. Aber gut, da sind wir ja sowieso im Limit. Bei den Schweinen nicht ganz. Ja, sonst passt's eigentlich soweit. Hauptsache, wir lassen das nicht mehr so explodieren, wie es schon mal der Fall war, weil das war nicht mehr feierlich. Das war absolut nicht mehr feierlich. Haben sie hier eigentlich... Hier glaube ich, haben sie schon einen eingebuddelt. Oder eine. Sieht man jetzt aber nicht, oder? Nee. Die trauern aber da zu dritt. Nee, zu viert sogar. Da schau her. 10 Leichen, genau. 2 wurden hier schon eingebuddelt. Schade, dass wir das nicht mitbekommen haben. Aber gut. Ist sicherlich nicht der letzte Tote hier in unserer Siedlung gewesen. Von daher. So, gleich ist es soweit. Gleich haben wir Herbst und dann geht's wieder auf. Mit dem Stroh. Ich freue mich. Endlich. Können wir eigentlich gleich hier mal wieder alles priorisieren. Dass sie auch wirklich das Stroh für den Bau verwenden und nicht irgendwie fürs Füttern der Tiere. Dauert nicht mehr lange. Gleich ist es soweit. Und dann können wir uns auch wieder die Arbeitsbelastung angucken. Ist schon krass. Von 67 mal schlagartig auf 122% hochgegangen. Das ist mal ein Unterschied. Ein gewaltiger Unterschied. So, priorisiert haben wir das eh schon. Sehr schön. Dann, Leute, auf, frisch ans Werk. Ihr habt viel zu tun. Sogar richtig viel. Und der Händler ist mal wieder da. Jetzt hoffe ich nur, dass der vielleicht gleich Stroh hat. Weil das kauft man dann auf alle Fälle. Zeige mal, was du hast. Pferde. Pferde könnte man natürlich schon kaufen, weil ich habe ja keine. Ist zwar nicht billig, aber hey, komm, das machen wir jetzt. Zumindest noch ein weiteres. Beziehungsweise habe ich einen Hengst oder habe ich eigentlich ein weibliches Pferd? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hat der nur Hengste zu verkaufen oder wie? Männchen, Männchen? Sind nur Männchen, die der hier im Angebot hat. Kaufen wir mal ein Männchen. Einen Hengst. Und zwar für 180, okay. Dann machen wir es wie folgt. Einmal so. Und Holzkohle tausche ich jetzt vielleicht nicht ein. Die könnte man noch brauchen. Knochensperre sind jetzt eigentlich auch zu kostbar. Ein paar Knochen könnte man loswerden. Da brauchen wir nicht so viele. Die müllen auch nur die ganzen Lagerhütten zu. Sehr schön. So. Wir haben einen Hengst. Und wo ist unser anderes Pferd? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht sehen wir sie irgendwo. Ich glaube, das war im Einsatz. Fragt sich nur wo. Das sind zwei Esel.
Das ist noch ein Esel. Wie schaut es hier drüben aus? Da ist nichts geboten. Wahrscheinlich bin ich schon fünfmal drüber gefallen. Gibt's ja nicht, dass ich das jetzt nicht finde. Kann ja nicht angehen. Hm. Die Kuh hat sich im Steinkreis gemütlich gemacht. Auch nicht schlecht. Nee. Ich sehe das zweite Pferd ehrlich gesagt nicht. Aber gut. Spätestens, wenn hier Fohlen herumhüpfen, wissen wir, dass da, ja, ich sag mal, das passende Gegenstück vorhanden ist. So, 1000 Mal Getreide haben wir geerntet. Fehlt nur noch ein Wissenspunkt. Und mit den Hütten, ah ja, schaut's gut aus, sogar sehr gut. Da geht nur noch Stroh ab. Da fehlen auch noch ein paar Steine, die haben wir aber schon vorrätig. Hier wird auch schon wieder fleißig gebraut oder auch nicht, okay. Hier noch eben priorisieren. So, wie schaut es eigentlich mit den Steinstellen aus? Da schaut es gut aus, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ui, cool, noch ein Wissenspunkt. Für die Herstellung von 100 Schleudern. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns doch gleich mal das hier, die Begräbnisrituale. Bingo. Sehr schön, haben wir die auch freigeschaltet. Und jetzt kommt die lange Durststrecke mit 25 Wissenspunkten, die wir uns hier aneignen müssen. Das wird sich ziehen. Das wird sich gewaltig ziehen, aber was sich nicht so zieht, ist der Bau dieses Steinstalls. Da arbeiten nämlich jetzt 3 Leute dran. Und man sieht auch schon deutlich die Fortschritte. Auch der hier wird schon gebaut. Sehr schön. Dann haben wir im Winter hoffentlich auch genügend Plätze für unsere Tiere. So, kommt noch ein schönes Dach drauf. Damit unsere Tiere da auch vor Wind und Wetter geschützt sind. Noch eine Tränke. Inklusive Vordach. Fehlen nur noch die letzten Handgriffe. Und dann können wir hier unseren Stall einweihen. Dauert nicht mehr lange. Auch da drüben haben sie es bald geschafft. Fehlt halt noch die Dachkonstruktion, aber auch das ist nur noch eine Frage der Zeit. Die letzten Handgriffe. Und? Sind sie fertig? Nee, noch nicht. Aber jetzt. Aber jetzt sind sie fertig. Und gleich wieder 2 Wissenspunkte bekommen. So mögen wir das. Wunderbar. So, habe ich jetzt genügend Platz in den Ställen? Ich habe 95 Plätze und 98 Tiere, die Unterschlupf brauchen. Aber gut, sobald der hier steht, der Steinstall, gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Und da bin ich auch wirklich froh drum. Welches arme Schwein musste jetzt da gerade dran glauben? Man hat es laut und deutlich gehört, aber sehen tue ich es nicht. Naja, hilft ja nicht. Hauptsache, es geht hier mal wieder weiter voran. Noch ein Gemeinschaftshaus, das gerade eben errichtet wurde. Und auch dieses hier befindet sich schon im Bau. Ich sag mal wieder vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge von Dawn of Man. Servus.